Eine besondere Veranstaltung an einem besonderen Ort. Der Gesundheitsgipfel. Jährlicher Höhepunkt des Austauschs und der Inspiration zu Prävention und Gesundheitsförderung. Thema 2010: Führung und die vielfältigen Potenziale der Beschäftigten. Der Gesundheitsgipfel ist Plattform und Forum. Wie wirken sich Globalisierung, Wirtschaftskrise, unsichere Arbeitsmärkte, Wettbewerb und Zeitdruck auf den Gesundheitsschutz aus? Wie kann eine neue Kultur des Managements aussehen? Wie können Führungskräfte die Interessen des Unternehmens vertreten und gleichzeitig die Fähigkeiten der Beschäftigten unterstützen und optimal nutzen? Ich mache darauf aufmerksam, dass psychische Störungen insgesamt jetzt schon zur Spitzengruppe der kostenintensivsten und am meisten beeinträchtigenden Krankheiten gehören. Je mehr freundliche Zuwendung und Respektierung ich erfahre durch meinen Chef, desto weniger habe ich das Problem, dass ich nicht abschalten kann. Stellt diesen Kopf langsam wieder mittig, zentriert zurück. Scharfe Kontrollen, Bestrafung und du musst Vorbild sein. Das sage ich dir immer wieder. Vorbild, Vorbild, Vorbild. Du bist Führungskraft. Deine Aufgabe. Immer früh dran sein. Die Tore eng nehmen, sonst verpasst du die Ideallinie, wenn ein neuer Kurs gesteckt ist. Auf die Dauer macht das krank. Der Gesundheitsgipfel ist vielfältig. Hier können Sie Dinge neu sehen, Neues erlernen, neue Erfahrungen machen. Viele neue Ideen und erprobte Beispiele für die individuelle und betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung vom Gesundheitsgipfel sind im Buch zur Tagung Führung und Gesundheit nachzulesen. Für mich als Betriebsrätin ist der Gesundheitsgipfel besonders wichtig, weil man hier sehr viele Erfahrungen mitnehmen kann. Auch der Austausch unter den Kollegen ist also immer wieder eine Bereicherung. Für mich ist der Gesundheitsgipfel besonders attraktiv, weil ich erstens mal sehr viel inhaltlichen Input bekomme, also sehr viel Informationen, Leute auch treffe, die mit mir diskutieren, weiterentwickeln, reflektieren. Und was für mich ganz wichtig ist, ich treffe auch immer wieder Leute, wo ich der Meinung bin, wir werden da ein Netzwerk aufbauen müssen von Leuten, die zur Gesundheitsförderung arbeiten, die auch dann an einem Austausch interessiert sind und auch über dieses Netzwerk dann weiterentwickeln können. Wir freuen uns auf Sie im Zugspitzdorf Greinau vom 8. bis zum 11. August 2010.